Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer wundervollen neuen Folge. Wir sind wieder bei Chaos auf Deponia und wir haben unseren Ausweis. So, also, na ne, Moment, wir quatschen ihn mal an. Mal sehen, ob wir so willkommen Mitglied werden können. Mal. Ah ja, nee. See you later. Hell yeah! Hell yeah, Schnabeltär! Ich bin jetzt Mitglied im Schnabeltierclub. Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt offiziell ein Teil der Schnabeltiergemeinde. Muss ich mir die Haare rasieren oder Kutten tragen? Nein, aber du bekommst eine Gratiskopie der Schnabeltierfibel. Und das ist nicht verhandelbar? Bewahre sie gut auf. Sie könnte dir eines Tages dein Leben retten. Hm. Ach so, das kriegen wir nicht, ja? Die große Schnabeltierfibel, dritte Auflage. Dann wollen wir doch mal schauen, ob was Nützliches drinsteht. Das hier ist interessant. Offenbar gibt es in jeder Generation ein Schnabeltier pro Gattung, das die Nester vor Räubern bewacht. Die Eier dieser Nestwächter werden vom Muttertier gut versteckt. Es gibt 4 Schnabeltiergattungen, also insgesamt 4 Nestwächtereier. Natürlich. Ich muss nur die 4 Nestwächtereier finden und ausbrüten. Dann landen die entsprechenden Schnabeltiere auch nicht mehr auf der Speisekarte. Und ich kann Goal endlich zum Essen einladen. Der Plan ist so bescheuert. Also so bescheuert. Der muss einfach funktionieren. Okay, kann man das hier... Erdschnabeltiere schlüpfen beim ersten Bodenfrost im gefrorenen Erdreich. So ein Mist. Ich kann doch unmöglich den Wintereinbruch abwarten. Alles klar. Das heißt, wenn das das Erdschnabeltier ist, müssen wir das Ei finden, müssen das in diesen Erdtopf reintun und dann den Erdtopf wiederum beim Doc in die Tiefkühlkammer schmeißen. Feuerschnabeltiere schlüpfen in loderndem Feuer. Das nennt man dann wohl ein angeborenes Gespür für dramatische Auftritte. So wie du, Rufus. Und da ist es auch wieder einfach, beim Doc vorm Haus, also vor der Werkstatt oder ja, was auch immer, da gibt es einen Ofen, den konnten wir aufmachen. Da kommt der rein, Feuer drauf, fertig. Wasserschnabeltiere schlüpfen. Bitte was? Im Maul von lebendigen Zebrafischen. Ekelig. Hier steht außerdem, Süßwasserfische sind. Dürfte schwer sein, hier welche aufzutreiben. Das stimmt allerdings. Da wüsste ich jetzt noch nicht, wie wir das hinkriegen. Flugschnabeltiere schlüpfen im freien Fall vom höchsten Punkt ihrer Siedelstätte. Umständlich, aber auch irgendwie lässig. Seltsame Illustration. Entweder wusste der Künstler nicht, was ein Kescher ist, oder wie man ordentlich zeichnet. Das hier haben wir gesehen beim Glatzmatz, oben bei dem Haus. Da war genau so eine Unterhose. Hier steht, dass Erdschnabeltiere ihre Eier im Erdreich verstecken. Wie gut, dass ich mich nicht auf einer Insel aus Treibgut befinde. Hier steht, dass Flugschnabeltiere ihre Eier an hochgelegenen Punkten verstecken. Das scheinen ja richtige Akrobaten zu sein. Wie ich. Das haben wir auf jeden Fall schon gefunden. Hier steht, dass Wasserschnabeltiere ihre Eier in Ufernähe verstecken. Na prima. Dürfte schwer sein, auf diesem Stück Treibgut einen Ort zu finden, auf den das nicht zutrifft. Das beim Gondoliere unten hier steht, dass Feuerschnabeltiere ihre Eier in heißen Geysiren verstecken. Geysire? Sowas gibt's hier doch gar nicht. Nee, das stimmt, aber ich glaube, das war oben beim. Das war beim Dock oben drauf und das waren diese Rohre, glaube ich. Also die Abwasserrohre, die Abluftrohre oder so vom Ofen. Wollen wir mal sehen, wenn wir jetzt hier sagen, machen wir. Laut Fibel ist das hier ein Flugschnabeltierei. Cool, genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Mhm. Laut Fibel ist das hier die Brutstätte der hiesigen Flugschnabeltierkolonie. Hier findet der eingeweihte Schnabeltierfreund die Zutaten für diverse kulinarische Köstlichkeiten. Zumindest solange es unbewacht ist. Laut Fibel ist das hier findet zumindest. Aber das können wir jetzt laut nicht Fibel hier reintun, ist das hier die Brut. Aber ein Experte wie ich hätte den Unterschied auch so bemerkt.
Laut Fiebel ist das hier die Brutstätte der hiesigen Flugschnabeltierkolonie. Aber ein Experte wie ich hätte den Unterschied auch so bemerkt. Ah ja, gut. Ja, na dann lasst uns erstmal die ganzen Eier sammeln. Also das ist ja hier. Boah, da kommen wir jetzt deswegen nicht vorbei, ne? Au! Ja, wenn ich jetzt nur wüsste. Verdammte Todesfalle! Ja, guck, da oben ist die, ne, die Hose. Aber vielleicht müssen wir erst mit Glatzmatz reden, dass der seine Haare wegräumt oder sowas. Das kann sein. Und hier Kübel voller Erde, ne? Das ist dann das, was ich meinte. Na gut, komm, lass uns erstmal den Rest machen. Nope. Na gut, dann gehen wir erstmal zum Gondoliere. Da ist es nämlich. Da oben haben wir ein Nest. Laut Fiebel ist das hier ein Wasserschnabeltierei. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Ich bin laut hier, Fiebel du bist ist das hier, hier die Brutstätte der hiesigen Wasserschnabeltierkolonie. Hier findet der eingeweihte Schnabeltierfreund die Zutaten für diverse kulinarische Köstlichkeiten. Zumindest solange es unbewacht ist. So, dann Industriegebiet. Und hier oben ist nämlich das andere Ei. Ach nee, ich dachte, hier wär's, aber nee, das ist hier. Und hier ist das Nest. Laut Fiebel ist das hier ein Feuerschnabeltier-Ei. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Verdammt. Oh, was? Kriegen wir nicht raus? Laut Fiebel brüten Feuerschnabeltiere in loderndem Feuer. Ich würde zwar wetten, dass ich das auch irgendwie einfacher hinbekomme, aber ich lasse es lieber nicht drauf ankommen. Da steht, es gibt nur eines dieser Art pro Generation. Laut Fiebel... Cool. Ach so, das ist für den vollkommen in Ordnung, dass das dort hängt. Alles klar, ja gut, okay. So, ja gut, ne? Dann gehen wir mal hier rüber. Na, red mal erstmal mit Glatzmatz hier. Wer benutzt denn da einen Spaten zum Harken? Ach, seht nur, Kinder. Es ist Glatzmatz, der Gartentroll. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Na, reden wir mal mit dem. Stör mich nicht, ich hab gleich Feierabend. Alles klar. Stör mich nicht, ich hab gleich Feierabend. Ja, nimm mal ein paar Beruhigungspillen. Ich hab gleich Feierabend. Hey, Finger weg von dem Baum. Okay. Hey, okay. Was? Das waren nicht die Finger. Weil ich es mit den Füßen gemacht habe. Siehst du? Hier, Füße. Zack. Ach komm schon, das war lustig. Ja, finde ich schon. Was ist passiert? Und warum fühlt sich mein Rücken plötzlich so an, als hätte jemand mit einer rostigen Harke das Wort Rache hineingeritzt? Muss der Stress sein. Ja, das muss der Stress sein. Schön. Ah, guck mal. Ach, wer hat denn jetzt da einen Haken? Eine Hake. Ach, das ist ja. Huch. Aha. Da ist noch eins. Tirili. Meine Sammlung wächst. Oh Gott. Stein. Wenn ich jetzt hier drauf. Also. Ja.
Hey, stehen geblieben. Ohne Hilfsmittel komme ich hier anscheinend nicht weiter. Vielleicht können mir diese beiden Steine und die Erdmännchenfalle dort weiterhelfen. Mhm. So, jetzt würde ich denken, dass der hier oder hier auftaucht, oder? Genau, und wenn ich hier hingehe, müsste er wahrscheinlich hier unten auftauchen. Ja, okay, das ist natürlich auch eine Möglichkeit von hier gewesen. Ja, da, da, da und da wäre die Möglichkeit gewesen. So, und hier wäre natürlich, ich sag mal, so. Und, so. Und, da. Hab ich dich. Du dachtest wohl, du könntest mich austricksen, was? Aber der Klügere gibt niemals nach. Dieser Spaten weiß sich viel besser zu benehmen als diese verfluchte Harke. Mhm. Na super. Noch mehr Dreck. Lose Erde habe ich genug im Mantel. Wenn ich mehr Erde brauche, sollte ich mir ein passendes Behältnis suchen. Das ist zwar nur Dreck, aber auch nicht mehr als der Rest, den ich mit mir rumschleppe. Mhm. So, und dann können wir hier das Erdschnabeltier ein. Laut Fibel brüten Erdschnabeltiere in gefrorener Erde. Soweit, so gut. Genau. So, und damit können wir da jetzt zum Dock gehen. So, ja, danke, Matthias. Genau, das Springer-Muster. Aber ich wollte erst mal gucken, dass es stimmt. Deswegen habe ich es ein paar Mal angeklickt, um einfach zu gucken, ob das so passt, und dann, ja, musst du nur in die Enge bringen und dann passt das schon. Das war jetzt doch verhältnismäßig einfach, wenn man das einmal gesehen hat. So, da gehen wir dahin, da gehen wir dahin, da gehen wir dahin, dann gehen wir dahin. Gehen wir dahin. Ja, okay, so geht's auch. Na, wer ist denn das? Abubudubububu. Na, holla. So jung und schon so angriffslustig. Komm, Schnabli, Schnabli. Na, holla. So jung und schon so angriffslustig. Hehe, voll bescheuert. Na, holla. So jung und schon so... Es ist zwar kein Wasserschnabeltier, aber es schwimmt wie eins. So, und jetzt einfrieren? Nein, der Eisblock sitzt zu fest. Ich brauche wohl Werkzeug. Das ist ja hart. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Damit sollte ich es aus dem Eis befreien können. Kalt! Ah, manche Dinge in diesem Spiel fühlen sich einfach nur das mit Abstand coolste Schnabeltier der Stadt. Auf jeden Fall, ja. Das ist so gut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, okay, gut. Dann gehen wir von hier wieder dahin. Und dann müssten wir das doch bestimmt einfach hier drauf klatschen können, oder? Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. So, und jetzt taut er wieder auf, genau. Schon irgendwie drollig. Ja, der sieht uns aber nicht sehr glücklich darüber aus. Das Schnabeltier ist wohl vorerst von der Speisekarte gestrichen. Tja, ich bin nun mal ein unverbesserlicher Tierfreund. Na genau, Rufus. Genau du. Yay, das erste haben wir. Sehr gut. So, im lodernden Feuer. Boah. Aber wie kriegen wir denn beim Dock den Ofen an? Das ist halt jetzt die Frage, ne? Laut Fibel ist das cool. Genau.
Also die Frage, ist das jetzt hier irgendwo ein Ofen? Ich meine, das hier sind Elektroden, das ist eine Uhr. Ist Zeit für ein weit plus minus 10 Minuten. Ja. Nicht nötig. Ich habe alle Zeit, die ich brauche. Was sagst du jetzt? Ich habe jetzt gerade noch keine so richtige Idee auf Anhieb, was wir da machen können. Es könnte natürlich auch einfach sein, wir müssen nur hier unten im Ofen Feuer machen. So schön viel Potenzial für ein feierliches, alles verzehrendes Feuer. Aber da ist jetzt die Frage, ob das... Ich hätte eigentlich gedacht, dass das hier halt ist. Und dann müssten wir ja trotzdem erstmal das Ei da rausbekommen und hier irgendwie hin tun. Oder da oben oder irgendwas in der Richtung. Und wir müssten das Feuer erstmal entfachen können. Hm. Na gut, wir gucken noch mal kurz. Ach ja. Wasserschnabeltierbrut in einem Zebrafisch. In einem Feuer und hier in freiem Fall. Boah. Ja gut, freier Fall, das können wir ja dann nochmal gucken. Da waren wir ja noch nicht beim Bellevue hier oben. Lose Erde habe ich genug im Mantel. Wenn ich mehr Erde brauche... Na super. Noch mehr Dreck. Gut. Naja, gut, dann lass uns mal hier reingehen. Boah, was für ein Schuppen. Uhu. Haben Sie schon mal etwas vom Anklopfen gehört? Natürlich. Nein. Aber das neue Album ist mir zu kommerziell. Was haben Sie überhaupt hier verloren? Haben Sie sich wenigstens die Schuhe abgewischt? Das letzte Mal zu meinem 8. Geburtstag. Damals hat mich mein Dad? Rufus? Dad, was? Du bist Captain Seagull. Ich... Die Schuhe, Rufus. Oh. Entschuldigung, Sir. Wow, Dad. Das ist echt voll die geile Hammer-Location. Und ein Fußabtreter aus echtem Wombat. Respekt. Fußabtreter? Ja, der hing gleich neben der Tür. Das war mein Sonntagsmantel. Oh, hör mal, Rufus. Ich hab zu tun. Sag mir einfach, was dich hertreibt. Und dann geh wieder spielen, okay? Ja, gut. Das ist sein Vater. Und da ist der so gut, auf den zu sprechen. Nachdem er die ganze Zeit, ne, und so. Und dabei war er hier. Ich weiß nicht, wie ich da drauf wäre, ganz im Ernst. Freust du dich denn gar nicht, mich zu sehen? Ja, aber natürlich freue ich mich. Ich hab nur gerade viel zu tun. Wenn du artig bist und deinen alten Mann seine Arbeit machen lässt, dann können wir ja später noch Möwen füttern gehen. Möwen füttern? Na hör mal, ich habe wichtige Sachen zu erledigen. Dann macht es dir ja nichts aus, wenn ich mich erst später um dich kümmere, okay? Später, später. Das sagst du immer. Oh ja, und auch jetzt sieht das nicht so aus, als wenn er auch nur annähernd Bock da drauf hätte. Ja, dann machen wir's halt später. Nehme ich gerne an. Arschkrampe. Ich dachte, du seist auf Elysium. Elysium? Ja, Elysium halt. Du hast mich verlassen, um nach Elysium zu gehen. Daran wirst du dich doch wohl noch erinnern. Ach so, ja. Ja, und wie ich mich erinnere. Was hatte ich mir nur dabei gedacht? Wo doch jeder weiß, dass es unmöglich ist, von Deponia zu entkommen. Ich war schon ein verrückter Hund damals. Ich wollte nach den Sternen greifen. Heute weiß ich, dass es sich nicht lohnt, irgendwelchen Verrücktheiten hinterherzujagen. Wenn du erst einmal so alt bist wie dein Vater, wirst du das sicher auch verstehen. Das kannst du voll knicken. Ich werde niemals so alt werden wie du, Versager. Ja, wenn er weiter so macht, definitiv nicht. Dann wird ihn irgendeines seiner Erfindungen und Instrumente noch umbringen. Das, ja. Das Rückgrat ist nicht immer so widerstandsfähig.
Oh, nee, der Vater ist mir übel unsympathisch, Entschuldigung. Mann. Reiß dich zusammen, Thomas, reiß dich zusammen. Du hast deinen Namen geändert? Es hat bestimmt nichts mit dir zu tun. Erzähl bitte trotzdem nicht überall rum, dass du mein Sohn bist. Okay. Muss ich noch was dazu sagen? Wie redest du denn mit mir? Falls es dir nicht aufgefallen ist, ich bin kein Kind mehr. Ach, du bist jetzt erwachsen? Ja. Also richtig mit Haus und geregeltem Einkommen? Also nicht. Ich bin Bastler. Ich hatte sogar eine richtige Werkstatt in Kuwak. Du meinst doch nicht etwa die Spielzeugwerkbank, die ich dir als Kind geschenkt habe? Ich bin immer noch erwachsener als wie du. So, bäh. Zeig's ihm, Rufus. Bist du auch erwachsen? Hast du einen Job und ein geregeltes Einkommen? Und hast du einen Stock im Arsch? Und bist du komplett angepasst an die Gesellschaft? Bist du erwachsen? Wusa. Willst du denn gar nicht wissen, was ich in der ganzen Zeit so alles erlebt habe? Hast du etwa schon wieder irgendwelches Chaos angerichtet? Was ist es denn diesmal? Hast du etwas in Brand gesteckt? Irgendwas gestohlen? Fremdes Eigentum zerstört? Ja, zu allem ja. Das muss man im Kontext sehen. Ah, die Gesellschaft kann mich mal richtig so, Matthias. Auf jeden Fall. Weißt du, nur dieses 0815-Denken. Es gibt so viel mehr, was dich als erwachsen dastehen lässt. Und der Rest ist einfach bloß Pseudo-Erwachsen. Erwachsen hat was mit Reife zu tun. Nicht unbedingt mit einem geregelten Einkommen. Ich weiß nicht, ob ich ein was von dem hier den eigentlich erzählen will. Ich meine, für euch im Stream und so, dass wir alles mal gehört haben, ja, aber eigentlich geht denn das alles einen Scheißdreck an. So wie der uns behandelt, geht das den Scheißdreck an. Ich muss mich um meine elysianische Freundin kümmern. Natürlich musst du das. Wie hieß sie gleich? Babsi Buu? Nicht Babsi Buu. Eine echte Elysianerin. Ihr Name ist Gol. Moment mal. Ist das dein Ernst? Erstaunst du, was? Du lernst eine Elysianerin kennen und bringst sie hierher? Hab ich dir denn gar nichts beigebracht? Nein, du warst super. Du hast sie doch nicht etwa allein gelassen. Oder? Keine Panik. Sie ist gut aufgehoben. Sie sitzt unten in Gullivers Hafenspelunke. Okay, ich habe scheinbar versäumt, dir ein paar wichtige Sachen beizubringen. Och, Dad, alles nicht muss erzählt. Das sein? Ich weiß Bescheid über die Bienen und die Blumen. Naja, ich habe ein paar Defizite bei dieser ganzen Pollensache. Aber im Wabenbauen bin ich ein echter Pro, wenn du weißt, was ich meine. Zum Glück nicht. Aber das war eh nicht das Thema. Worauf ich hinaus wollte, war, dass du offenbar nie gelernt hast, wie man eine Lady behandelt. Hast du sie denn schon zum Essen eingeladen? Es gab da eine Schale mit Erdnüssen. Ich meine ein Date, Rufus. Ein romantisches Date. Das einzige Restaurant, das in Frage käme, wäre Che Schlumpi. Da gibt es zumindest einen exklusiven Ausblick. Leider stehen da nur Schnabeltiergerichte auf der Karte. Was ist denn so verkehrt an Schnabeltier? Es ist ordinär. Es lebt im Treibgut und ernährt sich von Essensresten. Es könnte das Wappentier von Deponia sein. Nein, Schnabeltiergerichte würden sie nur daran erinnern, dass sie sich in der Provinz befindet. Du musst dafür sorgen, dass Schnabeltiere ganz von Schlumpis Karte verschwinden. Schaffst du das? Ein Klacks für einen Romantiker wie mich. Wenn du soweit bist, kannst du auf meinen Namen einen Tisch reservieren. Aber erst dann, verstehst du? Oh Mann, Dedelic, ich hasse euch. Ich hasse euch, Dedelic, gerade dafür. Er wird versuchen, uns Goal wegzunehmen. Wir werden es schaffen, sind ja schon dabei, die Schnabeltiere zu beschützen, dass sie nicht mehr gegessen werden. Damit stehen die nicht mehr auf der Karte. Damit müssen sie was anderes machen.
Dann er wird Stammkunde sein. Das heißt, wir können es auf seinen Namen machen. Er weiß, wo Goal ist. Wir kriegen Goal nicht weg aus der Hafenspelunke. Sie will ja nicht mit uns irgendwo anders hingehen, außer es ist ein Date. Und er weiß ja, wie man eine Lady behandelt. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Ich habe dir noch lange nicht alles erzählt. Oh je, Rufus, was hast du denn noch alles ausgefressen? Ich muss den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Und was treibst du denn hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt? Der Organon ist weit weg. Und wenn hier irgendetwas explodiert, dann wahrscheinlich deinetwegen. Du verstehst das nicht. Ach nein. Wann hat der Organon denn bitteschön jemals etwas in die Luft gesprengt? Ja, bis jetzt vielleicht noch nicht, aber... Und wie viele Explosionen hast du diesen Monat schon verursacht? So still plötzlich. Ich zähle noch. Ich stehe kurz davor, nach Elysium zu gehen. Viel Glück. So ein Arsch. Ich meine es ernst. Ich gehe nach Elysium. Ach, komm schon, Rufus. Es ist ja rührend, dass du in meine Fußstapfen treten willst. Aber musst du dabei wirklich jeden einzelnen Scheißhaufen mitnehmen? Nicht jeden. Ich würde zum Beispiel niemals meinen 8-jährigen Sohn zurücklassen. Ach. Du würdest ihn mitnehmen. Das würde ich. Wenn er nach dir schlägt, hoffe ich, du hast Schaufel und Beutelchen dabei. Endlich hat er's ihm mal gezeigt. Wenigstens ein kleines bisschen aufmüpfen. Ich erzähl's dir irgendwann. Ein guter Plan. Ich kontaktiere derweil meinen Rechtsschutzberater. Hey, grüß dich, Fuffel. Schön, dass du da bist. Was genau arbeitest du denn da? Ich muss Anweisungen an meine Bediensteten schreiben. Und das soll wichtiger sein, als sich mit seinem Sohn zu unterhalten. Wir haben uns seit Jahren nicht gesehen. Ach, und jetzt kommt es plötzlich auf jede Sekunde an? Ich trage Verantwortung für dieses Haus und seine Bediensteten. Ich habe auch verantwortungsvolle Dinge zu tun. Ich muss die Welt retten. Und warum lungerst du dann hier noch rum? Muss ich denn immer noch hinter dir stehen, damit du deine Aufgaben erfüllst? Nee, du definitiv nicht. Du druckst nicht so herum. Und was willst du wissen? Was muss ich gleich tun, damit du mich... Die Schnabel... Wie du das anstiehl. Versprich mir nur, dass niemand dabei zu schaffen... Zu spät. Ich habe bereits Deal gesagt. Hm. Okay, gut. Nicht weglaufen. Ich bin bald zurück. Vergiss den Spruch. Er zieht nicht mal bei 8-Jährigen. Das ist so ein Wichser, Kerl. Naja, gut. Dann würde ich sagen, beenden wir erstmal die Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Sirio?